Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Family Fun. Wir feiern Geburtstag. Seht ihr im Hintergrund? Wer hat Geburtstag? Ich bin wieder der Alter. Juhu! Unser Geburtstagskind ist der Robert heute. Alles 46. Bald, ist das schlimm? Bald haben wir einen Fünfer vorne dran, dann bin ich genauso alt wie du. Ich habe heute gesagt, das geschieht dir recht. Ich bin immer noch älter wie du. Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung. Schneide ich immer meinen Kopf ab. Ja, du bist halt ein Kopf größer. Der kommt nicht dahin. Der muss da runter. So, also ich habe heute auf jeden Fall mir was einfallen lassen. Ihr wisst ja, wir können keinen Besuch kriegen. Wir können nicht feiern. Habe ich so einen herzlichen Glückwunsch-Girlande hier auf dem Fernseher aufgehängt. Ja, dass man ein bisschen nach Geburtstag aussieht. Hier habe ich seine Geschenke. Lasst euch mal überraschen, was da drin ist. Kannst du es dir vorstellen? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ihr mir irgendwas kauft, weil ich bin da ja nicht so und Hallo. Party gibt's auch keine. Und Hallo, also ich bitte dich natürlich. Und dann habe ich hier auch noch, guck mal, hier steht auch Happy Birthday, das ist Silber, das sieht man jetzt nicht. Und Millet macht da hinten noch Homeschooling, ihre Hausaufgaben. Genau, und dann geht's weiter. Ich habe natürlich einen Kuchen, natürlich nicht selbst gebacken, aber ich habe einen Kuchen, ich habe Kerzen. Ich habe schon gesehen, Donauwellen gibt's. Donauwellen. Ja, der mag Donauwellen, gell? Sag jetzt nichts Falsches! Kommt auf die Kirschen. Manchmal sind die Kirschen nicht so gut, durch Kirschen rauspuppeln. Also, aber der Rest außenrum, dieses Schoko gut. Und Creme, das mag ich schon. Genau. Also es ist so, ich könnte eigentlich daheim backen, aber ich habe mir gedacht, warum soll ich mit der Arbeit jetzt tun? Wegen uns hier backen? Für wen eigentlich? Also, es geht weiter heute im Vlog mit Geburtstag. Großes Geburtstagskind. Ich richte jetzt mal einen Kuchen her. Donauwell. Und dann habe ich noch so Kerzen gekauft auf dem Kuchen in Herzform. Da sind noch pinke mit drin gewesen. Ah, da sind sie ja, die Verpackung. So schaut es aus. Von Rewe habe ich die gekauft. Ich habe jetzt keine pinken drauf. Und ich denke mal, dass ich 4 Kerzen drauf tue, weil er wird ja 46. Dann passt es. 2 Gold und 2 schwarze. Bei Roberts Geburtstag ist immer so blöd, finde ich. Weihnachten und dann kommt gleich sein Geburtstag. Und da weiß man immer nicht, was man kaufen soll. Schwiegermama haben wir telefoniert, Roberts Mama. Weißt du was, wisst ihr, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, kriegt Robert jetzt einen Schlafanzug zum Geburtstag. Dann habe ich gesagt, nein, er kriegt keins mehr. Er hat jetzt Weihnachten genug Schlafanzüge bekommen, sonst zieht er ja nie mehr Schlafanzüge aus. Der läuft nur noch in Schlafanzug rum, weil man eher eh daheim ist. Aber trotzdem, also lasst euch mal überraschen, was ich ihm gekauft habe. So, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Lieber Robert, happy birthday to you! Also, nimm mal den Kuchen zu dir vor. So, Corona-Kuchen. Jetzt wünsch dir mal was. Also, was wünschst du dir? Viel Geld? Darf man nicht. Keine neue Frau? Wow, leg gleich mal. Bei 46 Kerzen wäre es aber ein bisschen eng. Ja, mit 46 Kerzen geht's nicht, nein. Ich bin dir kühlen gebracht. Genau. Ne yapıyoruz? Cihan gelir mi gelmez mi? Bakın, Allah'ım ja Rabbi. Also, jetzt tun wir essen. Kuchen brauchst du nicht anschneiden, der ist schon angeschnitten, Robert, gell? Schon die Pina backen. Mega Stimmung. Oh, kuzum benim. Kıyama. Ich bin traurig, dass du älter bist. Oder? Was? Ich bin da älter. Ben. Ich bin noch älter, gell? Hallo. Okay? Also, jetzt gibt's Kaffee und Kuchen. Auf geht's. Geschenke auspacken. Jetzt kommt der beste Teil. Ja, also. Also, die drei Geschenke sind von uns. Meine Frau hat mir geschimpft ohne Ende. Darf nicht schütteln. Ja, das hast du aber gut gemacht, ja. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Weiß nicht, oder? Irgendwo vermute ich, was das ist.
Was? Was ist es? Hä? Also doch was zum Essen. Ja, Mozartkugeln. Sind es die echten? Natürlich sind es die echten. Von Reber. Weißt du, was die gekostet haben? Wenn ich gar nicht sag. Magst du die, der oder? Liebt die. Der liebt die, ja. Ich gebe keins ab, aber, ne? Nee, will ich auch nicht. Das keins. Okay. Cool, das ist schon mal ein guter Anfang, gell? Ja, guter Anfang. Das check ich ja gleich gar nicht. Check ich das nicht mal aus. Das ist ja Blech. Doch Blech. Doch Blech? Schaut, sieht gut aus. Was steht da drauf? Das passt jetzt. Nichts erlebt, auch schön. Das hältst du in dein Zimmer auf? Ja? Okay. Heute nichts erlebt? Ja, genau. Das hab ich gesehen, haben wir gedacht, das muss mit. Das passt zu dir. Hundertprozentig, gell? Ja. Passend. So, es geht weiter. Du weißt es, oder? Was ist das? Ein Yoga-Rad? Ach du. Zeig mal. Das ist ein Yoga-Rad, da macht man Stretching. Immer ja. Beim Rücken. Ja, ja. Ich mache das immer entweder hier an der Kante oder, ja, oder mit einem festen Kissen. Dann macht's immer. Ja, genau. Und das war auch so ein Zufall, dass ich das gefunden habe und man dachte, das muss mit. Ja, das sind ja alle. Das der wird alt. Wollen wir jetzt gleich mal testen. Also, okay? So ja, das testen wir. Du bist echt alt, Robert, ja. Hey, Yoga ist auch für junge Menschen. Echt? Oh, okay. So. Und Eka ist Geschenk. Ist okay, das ist auch ein Bild. Wer ja, weißt du das? Welchen Rahmen ich spüre. Echt? Bin ja aber gespannt, was für ein Bild. Na jetzt. Was denn? Nein! 46 und 50. Wow, ist das eine gute Idee. Wir wollten dir eigentlich Coins schenken. Ja. Und dann dachten wir uns, wir geben dir das Geld und du machst das einfach. Ich habe gemeint, da kommt ein Bild raus. Was ist das? 46, bald 50. Ja. 46, bald 50, genau. Danke. Bitte schön. Hast du aber schöne Geschenke gekriegt, gell? Die haben uns was einfallen lassen, gell? Ja, ja, wir sind gut diesmal. Also dann. Und das Rad tust du dann heute mal testen, das wollen wir dann das sehen. Das mache ich jetzt gleich. Echt? Jo, gleich live. Live, okay, mach's mal live. Live-Schaltung von Yoga. Okay, also, hoffentlich kannst du das auch. Oi. Okay. Also dann, mach mal. Das wollen wir jetzt sehen, wie das geht. Oh, du kannst Alter, das nicht. Kira, gell? Kira! Ja? Kira! Ah, oh, knackst schon. Oh. Hey, du sollst deine Füße ausstrecken. Ja, gleich. So, und jetzt? Die macht auch so. Da musst du jetzt hin und her. So den Rollen und so. Ja, gute Idee, habe ich. Gute Idee gehabt. Aber jetzt stehst du aber auf. Du bleibst heute nicht da liegen, gell? Ich will das auch ausprobieren. Was passiert, wenn ich es ausprobiere? Passiert gar nichts. Mach mal. Sterbe ich dann? Nein, du stirbst nicht, Millet. Au, das tut ja richtig weh. Also, leg dich halt hin. Das tut richtig weh. Echt? Das brauche ich vielleicht auch, gell? Ah, das tut richtig weh. Ich kann mich... Hier, legst du mit deinem Popo drauf und dann... Ist nichts für mich. Robert ist gerade hochgegangen zu seinem Hamster. Essen geben. Der versorgt sein Hamster. Ich habe meine Haare zusammengenommen und werde jetzt hier mal aufräumen, meine Lieben. Ja, und das war es eigentlich dann. Der Robert macht den Schluss heute vom Video, weil es ist sein Tag. Ah, da kommt er ja schon. Was ist? Tschüss. Was? Mensch, Mann. Ja, ich hätte es eigentlich gerade ein bisschen eilig. Ich muss kurz einen Code eingeben, der, also, der mal auf mein die Kamera, Handy mach gesendet du? Wurde. Das war es eigentlich mit, bedanken, unserem, da werden jetzt viele Kommentare mit unserer Mega-Geburtstagsfeier. Genau, ich sag auch schon im Voraus vielen lieben Dank für die Glückwünsche. Ich weiß, da wird einiges dann unterm Video kommentiert werden. Und apropos als Geburtstagsgeschenk, du das Video dann schneiden, oder? Warum? Ich muss das Video doch nicht heute schneiden. Morgen.
Morgen? Ja, okay, weil er hat so wenig Geschenke bekommen. So. Genau. Plus, was hat das alles gekostet? Dafür tust du das Video schnell. Nein, das sehen wir dann schon. Das machen wir schon. Das ist kein Problem bei uns. Jo, mir fällt nichts mehr ein. Nee, es passiert auch nichts mehr. Was soll denn passieren? Nee. Aber wie gesagt, na, die nächsten 4 Wochen schaut so aus. Heute nichts erlebt. Morgen. Auch schön. Okay, also meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich sag ciao, ciao.